Moment und herzlich willkommen zu The Car Maniac, der ersten Quizshow rund um das Thema Automobil. Und wir geben Gas. Willkommen zum zweiten Halbfinale. Und das sind sie, unsere vier super Kandidaten. Hallo, ich bin der Oliver Antusch aus Nürnberg. Ich bin Systemmanager bei Adidas und mein Spezialgebiet sind Sportwagen. Ich hatte vor vielen Jahren einen Motorradunfall und da war das erste, überhaupt mal nach dem Krankenhaus wiederum mobil zu werden. Recht schnell habe ich mir dann ein Auto umbauen lassen. Das war der glücklichste Punkt überhaupt in meinem Leben, wiederum agil zu sein und wiederum genauso mich fortbewegen zu können, wie auch jemand, der laufen kann. Durch meinen Job als Systemmanager muss ich konstruktiv vorgehen, muss Ruhe bewahren und bin darüber hinaus ausdauernd ohne Ende. Ja, Kathi, auf die Dauer hilft nur Power. Und Power habe ich echt genug. Und ich werde das Ding rocken und ich werde den Titel mit heimnehmen. Hi, mein Name ist Tom, ich bin 33 Jahre alt und mein Spezialgebiet sind Muscle Cars. Also eigentlich bin ich IT-Systemkaufmann und die Muscle Cars sind eine schöne Abwechslung dazu und einfach nur, um auch ein bisschen am Wochenende die Sau rauszulassen. Durch meine technischen Errungenschaften, die ich mir so angeeignet habe über die Jahre hinweg, durchs Rumschrauben meiner Autos, auch durch Freunde, durch Hilfe, durch Literatur und so weiter, denke ich, bin ich ganz vorne dabei in der Quizshow. Meine größte Stärke ist es, in jeder Situation einen kühlen Kopf zu bewahren. Kathi, ich hab's nicht nur hier, ich hab's auch hier. Und deswegen werde ich deine Show rocken. Hi, ich bin Corinna. Bin 31 Jahre alt und die einzige deutsche Pro-Drifterin. Das Thema Auto wurde zur Leidenschaft durch meinen Mann. Und er arbeitet in der Werkstatt und das war einfach, ich habe viel zu wenig Zeit mit ihm verbracht und irgendwann habe ich gesagt, jetzt geh mit und schraub mit. Es kommen jetzt schon manchmal dumme Sprüche von irgendwelchen Kerle, wo meinen, ja, die Frau, die kann ja nicht Auto fahren, und, aber das macht mir nichts aus, gar nichts. Das Wissen zum Thema Automobil kam bei mir eigentlich immer Learning by Doing, weil es mich einfach auch interessiert hat, wie auch zum Beispiel ein Motor funktioniert. Also wenn ich eine Antwort weiß, dann kommt es sofort. Also es ist jetzt nicht so, dass ich ewig überlegen muss und entweder ich weiß es oder ich weiß es nicht. Meine Konkurrenz lasse ich genauso auf der Strecke liegen wie mein Gummi. Hi, ich bin Norm, bin 28, komme aus Düsseldorf und mein Spezialgebiet sind amerikanische Autos und Lowrider. Ich sag mal, Autos interessieren mich schon fast mein Leben lang. Mein Vater betreibt Motorsport und dadurch fließt Benzin durch meine Adern. Die Interesse an Lowridern kommt von Snoop Dogg und Dr. Dre, Musikvideos, und hat mich angesteckt. Weil es gibt nichts Außergewöhnlicheres als ein Lowrider. Egal ob man Lamborghini fährt, Ferrari, was auch immer, oder so ein Auto. Jeder schaut nach einem Lowrider und das ist einfach der Kick. Wenn es um Lowriden geht, kann mir nicht mal ein Kellner das Wasser reichen. Kathi, ich werde der Car Maniac, weil ich mich jeder Challenge stelle. Herzlich willkommen und ich freue mich ganz besonders, auch in diesem Halbfinale ist eine Frau auf Platz 1. Corinna, du bist den Jungs ganz schön übers Dach gebrannt, ja. In Show 5. Ja. Respekt. Habt ihr Schiss vor Corinna? Mal so im Ernst, Hand aufs Dekolleté. Die anderen? Ja, wenn sie nicht alle auf einmal antworten, bitte. Ja, wenn sie da ist, dann hat sie Ahnung, ganz klar, sie wenn sie Ahnung. Im Halbfinale ist. Definitiv.
Aber ich habe für euch auch tolle Experten dabei. Ihr kennt ihn aus den Clips, der selbsternannte Pimpmaster, Peter Böhler aus der Schweiz. Hi. Grüß dich. Er wird euch unterstützen. Wir haben Andreas Ungerer von Rennsportkönig sitzen. Wir haben Petra Mattig von Mattig Tuning und ja. Manuel Götz von RaceChip. Ja. Wir werden euch unterstützen. Denn ihr wisst ja, heute geht es wieder um alles. Wir fangen wieder an, ganz, ganz easy. Funktion ist eure Schaltwippe. Es heißt wieder, wer zuerst schaltet, kann als erster seinen Tipp abgeben. Und wir beginnen. Es geht um 1000 Punkte. Und zwar, ich schalte rüber zu René Turek. Er ist übrigens ein super Graffiti-Spray, hat all das hier gesprüht. Und er sprüht jetzt Folgendes. Und ich möchte wissen, was er hier sprüht. Film ab. Norman? Also leider, ist das Bild neben der Felge. Ja, leider zu früh gedrückt. Ja, ein wenig zu früh. Mhm. Was machen wir jetzt? Keine Ahnung. Ich war eigentlich noch nicht so weit, die Antwortoptionen zu geben, aber schieß doch mal irgendwas aus dem Bauch raus. Was glaubst du könnte... Das könnte so ein Fass sein. So ein Fass? Mhm. Nein, das ist falsch. Das tut mir leid, es ist kein Fass. Wir lassen den Clip mal weiterlaufen. Mhm. Ihr habt keine Geduld, Tom. Ja gut, was sprüht er? Ja, ein Kopf, ein Gesicht. Ja, okay. Ja, was sprüht er? Ich wollte euch eigentlich so nach und nach ein paar Informationen zu dem jungen Mann geben, aber ich kann ein Gesicht nicht gelten lassen. Okay. Also, Michael Schumacher. Nein, das ist falsch. Auch nicht. Okay. Dann warte ich jetzt mal, bis das Ding fertig ist. Ja, lass dir Zeit. Ich fange jetzt auch an, meinen Text runterzurabbern. Und zwar, wir sehen hier einen Rennfahrer, einen US-Amerikaner, der 1961 für und auf Ferrari den Formel-1-Titel errang. Und zwar gewann er auch noch dreimal das 24-Stunden-Rennen von Le Mans. Das war 58, 61 und 62. Und wen haben wir gesucht? Weiß es vielleicht das Publikum? Da winkt jemand. Tipp ab. Was glaubst du? Harald, du musst es wissen, du hast die letzte Show gewonnen. Okay, sag. Was? Schumacher ist nicht als der Hill. Der Hill. Richtig. Phil Hill wäre es gewesen. Ihr Schätzeleins, ihr seid einfach viel zu schnell. Mann, Gas geben, Gas geben, Gas geben. Ihr wisst, zwei von euch nehme ich mit ins Finale. Und dann geht der Titel entweder das Comeback an eine Frau oder an einen Mann. Doch vorher werden die vier Besten, die Finalisten, mit mir eine Woche in die USA fliegen. Und dort erlebt ihr Folgendes. Hi Carmaniacs, ich bin Markus Fuchs, der einzige Europäer in der amerikanischen NASCAR Series. Und vier von euch können mit mir mitkommen auf den Charlotte Motor Speedway. Und für alle, die keine Ahnung haben, was NASCAR überhaupt ist, ich sage nur 870 PS, den Rest seht ihr beim Film. Faszination NASCAR. Spoiler an Spoiler jagen bis zu 43 waghalsige Piloten mit V8-Sound über den Speedway. Geschwindigkeiten weit über 300 km/h verlangen den Fahrern alles ab. NASCAR zählt zu den gefährlichsten, aber auch beliebtesten Rennsportarten der Welt. Die Tribüne am Circle in North Carolina zählt 160.000 Zuschauer. Wir haben für euch vier Plätze reserviert. Erlebt mit Markus Fuchs Behind the Scenes diesen Motorsport hautnah. Mehr Leistung zum Selbsteinbau. Diese Reise wird Ihnen präsentiert von racechippower.de. Und der Sitzer der Übeltäter, Manuel Götz, der macht das Ganze möglich. Ja. Danke dafür. Meine Lieben. So, wir geben Gas und wir schalten rüber zu einem sehr außergewöhnlichen jungen Mann. Er kommt aus der Schweiz. Seht selbst. Herzlich willkommen in der Schweiz. Also, ihr Carmaniacs, das ist mein 75er Buick mit dem Big Block, mit dem 454er Motor. Und jetzt die Frage, wie viele Liter sind das?
Ist das A 8,2 Liter oder B 7,5 Liter oder C 7,7 Liter oder D 6,6 Liter? Wie viel Liter Hubraum? Corinna, du bist verdammt schnell. Ich tippe auf A. Du sagst A, der 454er hat 8,2 Liter. Das ist falsch. Die anderen haben die Chance, sofort die Frage zu sichern. Eure Schaltwippen sind frei. Norman. D. Dein Gebiet eigentlich, ne? Ja, D. D, 6,6 Liter. Das ist falsch. Ja, Corinna, du bist leider gesperrt. Oliver. Wie viel Liter Hubraum? Cäsar, 7,7 Liter. Du sagst 7,7 Liter. Das ist falsch. Super. Tut mir leid. Yankee, deine Lösung. Und die richtige Antwort ist natürlich B, 7,5 Liter. Ganz entspannt. Ganz entspannt. Jetzt kommt die zweite Frage. 1000 Punkte können euch gehören. Ich möchte von euch wissen, der in Brasilien gebaute GT 1600 stammt von der Firma A. Gepard, B. Panther, C. Tiger oder D. Puma? Norman. D. D. Puma? Mhm. Das ist richtig. 1000 Punkte. 1966 war das nämlich. In Brasilien. Jetzt wird es wieder richtig schwierig. Wir schalten rüber zu Harry Utesch in seine Halle der Helden nach Fellbach. Hallo, Carmaniacs. Ich bin der Harry und ich sitze wieder in einem meiner Lieblinge, dem Whippet, dem treuen Wegbegleiter der 20er und 30er Jahre, dem Nachfolger des T-Modells, das wahrscheinlich jeder kennt. Also er ist sehr, sehr oft gebaut worden, es gibt ihn aber praktisch nicht mehr. Ich will von euch wissen, welche Firma baute denn diesen Whippet? War das A. Willys? War das B. Plymouth? War das C. Sunbeam? Oder war das D. Dodge? Oliver, weißt du es oder möchtest du dich mit den Experten beraten? Ich möchte mich gerne mit den Experten beraten. Ja. Ich konnte mir leider nicht mehr alle Namen merken. Peter Böhler, Andreas Ungerer, Petra Mattich, Manuel Götz. Ich würde gerne den Andreas um Hilfe bitten. Okay, aber Andreas, du kannst dich natürlich auch beraten mit deinen Kollegen und Kolleginnen. Möchtest du? Ja. Also ich würde sagen A. Willys? Ja. Würde ich gerne mit übernehmen. Harry, hat er recht? Also ich will euch nicht länger auf die Folter spannen. Es war Willys, die dann irgendwann mal bekannt wurden mit ihren Jeeps. Gratulation! 1000 Punkte. Danke. Dank unseren Experten. Und wir bleiben bei Harry, denn er hat jetzt wieder eine sehr skurrile Geschichte und ich möchte wissen, ob die wahr oder erfunden ist. Harry, schieß los. So, da sind wir wieder bei Harrys Märchenstunde in seiner Halle der Helden. Wir stehen hier neben einem 1949 gebauten Alfa Romeo 6C, den sich Makoko Umzue bestellt, um damit 10 Jahre lang Rennen zu fahren. Fährt irgendwo in Südamerika, Nordamerika seine Kreise und stellt ihn dann einfach ab. Jahre, Jahrzehnte später findet ihn ein Amerikaner, reanimiert ihn ganz vorsichtig und fährt dann ausschließlich nur die Mille Miglia 1991, um ihn dann anschließend in sein Wohnzimmer zu stellen. 18 Jahre später finde ich ihn und jetzt will ich von euch wissen, ich behaupte, das Auto gibt es nur einmal. Wahr oder gelogen? Corinna, gibt es den Alfa Romeo 6C tatsächlich nur ein einziges Mal auf der Welt? Erfunde. Willst du dich beraten? Nein, erfunde. Willst du auf eine Frau hören? Ja, dann muss ich ja mir beraten lassen, oder? Du, ich will dich auch nicht verunsichern, ich meine. Vielleicht spiele ich auch nur ein bisschen 50, mit dir. 50 Chance. Weil du hattest mal gesagt in einer Show, ich bin doch nicht blond. Ja, das stimmt. Okay. Ja, es ist eine 50-50 Chance, dann sage ich wahr.
zu. Ach, jetzt auf einmal sagst du, das ist wahr. Du bist gemein. Ich bin gemein? Gib mir deine Antwort, Baby. Also ich sage ja, wahr. Das ist richtig und Harry hat die Auflösung für dich. Oh, ist aber unfair. Okay. Ob es glaubt oder nicht, es gibt ihn tatsächlich nur einmal. Krass, tatsächlich nur ein einziges Mal auf der Welt. 1000 Punkte gehen auf Corinnas Konto. Ja, ihr dürft ruhig klatschen. Konzentration, ich möchte von euch wissen, welche dieser vier Marken wurde 1948 als Automobilhersteller patentiert? War das A. Macintosh? War das B. Rolex? War das C. Nivea? Oder war das D. Playboy? 1948 als Automarke. Tom. Ich würde mich gerne beraten. Sehr gerne. Irgendjemand speziellen? Wir antworten so ganz links. Ganz links. Böli. Also ich würde sagen Playboy. Wie kommst du denn darauf? Ja. Frag mal. Also ich... Macintosh ist für mich Computer, Nivea eine Salbe, Rolex Schweizer Qualitätsuhr und Playboy muss eine Marke sein für ein Fahrzeug. Also ich muss dazu sagen, Playboy gibt es aber erst seit den 50ern. Mag er sich vielleicht nochmal beraten nochmal hier? Ja. Petra, was meinst du dazu? Doch, ja, ich bin mir auch relativ sicher, dass ich das schon gehört habe. Toll. Race Chips? Passt auch dann in dem Fall. Auch? D-Playboy. Du sagst okay. D-Playboy. Richtig. Und so sieht er aus. It's terrific. Mann, ihr könnt froh sein, dass sie da sind, ne? Unglaublich. Wir werfen einen Blick auf den Punktestand. Es ist unglaublich. Wir haben wirklich Granaten hier sitzen. Ihr habt alle Platz 1 mit 1000 Punkten. Fette, fette Show. Aber jetzt wird es richtig schwierig, denn wir schalten rüber zu Otto Meyer Spellbrink nach Hannover und diesmal hat er eine grüne Brille auf. Otto Meyer Spellbrink, mit Benzin im Blut geboren, gilt als der Experte für Automobilgeschichte. Als Moderator und Buchautor ist er ebenso bekannt wie als Journalist für Street Magazine, Oldtimer-Markt und andere Fachblätter im In- und Ausland. In der damaligen Tschechoslowakei baute man unter dem Namen Tatra innerhalb eines umfassenden Produktionsprogramms auch Stromlinienautos, die vor dem Zweiten Weltkrieg in der ganzen Welt als zukunftsweisend bezeichnet wurden. Anfang der 50er Jahre entstand so das Modell Tatra Plan mit aufregender Rückenflosse. Und jetzt kommt die Frage. Welcher luftgekühlte Motor fand eigentlich darin Verwendung? War es A, ein 8-Zylinder-Heckmotor? Oder B, ein 4-Zylinder-Frontmotor? Oder C, ein 4-Zylinder-Heckmotor? Oder D, ein 8-Zylinder-Frontmotor? Eieiei. Corinna! Also ich tippe einfach auf C, 4-Zylinder-Heckmotor. Ist das deine Intuition, ja, oder? 8-Zylinder kann ich mir nicht vorstellen in der Tschechoslowakei. Und also die Boxer sind eigentlich immer hinten verbaut worden. Tipp einfach. Otto, was sagst du zu Corinna? Hat sie recht? Die Antwort ist natürlich C. Das ist ein 4-Zylinder-Heckmotor. Und viele glauben natürlich, dass diese Autos immer nur grundsätzlich einen 8-Zylinder-Motor tun. Aber der kleine Tatra Plan war ein 2-Liter-Vierzylinder, der aus dem Vorkriegsmodell Typ 97 entwickelt wurde. Ohne Worte. 1000 Punkte gehen an Corinna. Unglaublich! Wie fühlt ihr euch, Jungs? Mal im Ernst? Es bleibt euch noch, Fußball. Heiligsblechle, wird der Schwabe sagen. Mal gucken, aber das ist ja auch wieder dein Thema. Ja, Tokyo Drift, Film ab.
Den Film kennen wir, glaube ich, alle. Jetzt machen wir weiter mit wahr oder erfunden. Ich stelle wieder eine Behauptung auf und ich möchte wissen, ob diese gelogen ist oder doch tatsächlich korrekt. Mit einer komplett anderen Besetzung spielte in Japan der dritte Teil von The Fast and Furious Tokyo Drift. Ich behaupte, dass der wahre Drift King, Keishi Tsuyoshi, tatsächlich im Film Tokyo Drift zu sehen ist. Er spielt den Mafia-Boss und Onkel von Takeshi. Wahr oder erfunden? Norman. Erfunden. Wieso? Keine Ahnung. Ist das dein Instinkt jetzt? Spielt er denn überhaupt mit, oder? Keine Ahnung. Ist ja auch scheißegal, weil du hast recht. Ich sage euch auch wo. Er spielt tatsächlich mit. Und zwar, er ist zu sehen als Angler am Pier mit blauer Jacke. Schaut's euch an. Der in der, ne? Meine Mutter, die ist auf einem Auge blind und die kann besser driften als der da. Arno, hast du den Versager aufgegabelt? Könnte irgendjemand dem Typ beibringen, wie man driftet? Oh, das tut in der Seele weh, aber Norman kann sich freuen. 1000 Punkte gehen auf sein Konto. Aber jetzt wird es bissig. Ich zeige euch eine Dodge Viper aus dem Jahre 89. Welches Unternehmen baute denn bereits 1931 PKWs mit dem Namen Viper? War das A. Rosengart? War das B. Borgward? War das C. Edsel? Oder D. Wolseley? Corinna. Ich würde gern die Experten fragen. Tja. Jemanden speziellen? Ich meine, beraten können Sie sich ja sowieso, aber irgendeinen Mentor, ein Sprachrohr, ein Medium, wen hättest du denn gerne? Die Frau Mattig. Frau Mattig, Petra. Ja. ich würde sagen, es ist D. Keine Ahnung. Sie sollten noch ein bisschen beraten lassen. Ich meine, nee. Intuitiv würde ich jetzt eher sagen D. Also es gab übrigens auch 1931... die Firma Hillman, die haben auch eine Viper gebaut. Nur mal so als Info. Edsel Viper. Aber die ist ja hier nicht als Antwortoption genannt. Borgward gibt es nicht mehr. Borgward gibt es nicht mehr. Nee. Oder? Borgward Viper. So langsam solltet ihr in die Pötte kommen. Nee, ich. A, B oder C? Nehmen wir D. Ob ihr D. Ja, doch, ich denke. Also, ich glaube, wir sind uns einig, wir würden mit D gehen. B. D? Dora. B. Dora? Dora. Oder B? Oh. D wie Dora. Also D. Okay. Dora. Nimm D wie Dora. Vertrau dem Experten. Das ist richtig. Ich bin auch schon ganz nervös hier. Meine lieben Schätzeleins. Aber jetzt wird es richtig schwierig. Wir schalten wieder rüber in die Schweiz. Und zwar ins Autobaumuseum nach Romanshorn. Mit folgender Frage. Hallo, Car Maniacs. Herzlich willkommen aus Autobau Romanshorn, Schweiz, am Bodensee. Wir stehen hier vor zwei ganz geschichtsträchtigen Rennfahrzeugen. Das eine ist der Sauber C1. Meine Frage an euch, was heißt PP? Genau, wofür steht das PP beim Sauber C1? A. Für Projekt Peter. B. Für Pole Position. C. Für Pauco Protection. Oder D. Peter Paul. Oliver, Joker kannst du leider nicht mehr einsetzen. A. Projekt Peter. Du sagst A. Projekt Peter. Ganz sicher? Sicher. Das ist leider falsch. Tom, auch du hast keinen Joker mehr. B, Pole Position, sage ich. Pole Position, B. Das ist falsch. Norman,
Ich würde mal einen Experten fragen, den Peter. Peter, ich hoffe, du hast auch gut zugehört, was eben schon falsch genannt wurde. Namensvetter, Peter Sauber, Peter Böhler, Peter Paul. Ich würde Peter Paul nehmen. Okay. Eine bizarre Erklärung, aber alles fürs Gelten? Klar. Klar? Mal gucken, ob du richtig liegst, mein junger Freund. Hier die Antwort. PP heißt Peter Paul. Mhm. Mann, Mann, Mann. Du hast das Glück auch gepachtet, ne? Mhm. Wir bleiben noch mal im Autobaumuseum. Und zwar mit dieser Frage für euch. Und hier zur nächsten Frage. Der Sauber C3. Was heißt eigentlich die Modellbezeichnung C? Wofür steht das C beim C3? Das ist die letzte Frage in dieser Runde. Ist es A für Gruppe C? Ist es B für den Namen der Tochter Clara? Ist es C für den Namen der Frau Christine? Oder ist es D für die dritte Baureihe? Oliver! Antwort A, Gruppe C. Bist du ganz sicher? Ich bin sicher. Das ist falsch. Oh, meine Nerven. Tom. Die letzte Frage, 1000 Punkte. D für die dritte Baureihe. Für die dritte Baureihe. Das ist auch falsch. Ja. Norman. B. B. Name der Tochter, Clara. Es ist leider falsch. Habt ihr es gewusst? C. Dann hättet ihr es gewusst, C. Ganz im Ernst. Sau schwer. Hier kommt die Antwort. Die Antwort C gleich der erste Buchstabe von Peter Sauber, seiner Frau Christiane. Tja, so leid es mir tut. Aber dieses Mal werde ich mich noch nicht von zwei Leuten verabschieden, denn ich nehme euch alle mit in Runde 4. Es bleibt also spannend, aber ich werfe vorher einen Blick auf den Punktestand und Platz 2 teilen sich Tom und Oliver mit 1000 Punkten und Platz 1 teilen sich Norman und Corinna mit 3000 Punkten. Und jetzt Blick aufs Tor, denn jetzt kommt folgende Überraschung für euch. What my heart is longing for, to live this mood, that's what I'm living for. Living with somebody, yeah, leaving things I hate behind. Living with somebody to get rid of this fucking pain. An meiner Seite ist Christopher Hase. Grüß dich erstmal. Du hast wieder eine fiese Aufgabe. Aber bevor wir unsere Finalisten, Halbfinalisten ans Werk schicken, zeigen wir erstmal der Nation, wie du mit diesem Murcielago über die Rennstrecke donnerst. Film ab. Und das mit 22. Ja, ist eine coole Sache. Ja, allerdings. Du bist bereits zweifacher Europameister und fährst aber jetzt die Weltmeisterschaft, die 4 GT1 Weltmeisterschaft. Richtig. Wie viel PS schlummern hier unter dem Baby? Also wir sind hier gedrosselt auf 600 PS. Gedrosselt auf 600 PS. Ja,
Ein echter Car-Maniac muss natürlich auch schrauben können, hast du gesagt, schon im ersten Halbfinale. Deshalb die gleiche Aufgabe wie beim letzten Mal. Die gleiche Aufgabe, das heißt, die Kandidaten müssen sich einfach mal unter Beweis stellen, ob sie ein echter Car-Maniac sind. Genau. Ja, und dann müssen sie hier mal einen Reifenwechsel machen. Für so ein Rennen ist das natürlich ganz, ganz, ganz wichtig, dass das wirklich schnell geht. In welcher Zeit schafft das denn dein Team? Also bei uns machen das 2 Leute für 4 Räder in 28 Sekunden. Und was glaubst du, erfahrungsgemäß würde jetzt ein Ungeübter für ein Rad brauchen? Ich vermute mal, das liegt zwischen 15 und 20 Sekunden. Ich bin gespannt. Wir wollen beginnen. Bevor wir mit unserem ersten Kandidaten starten, möchte ich gerne, dass dein Team das mal vorführt, damit wir auch wissen, wie das eigentlich professionell abläuft. Ich habe sexy Unterstützung, das ist Fuel Durden, liebes Publikum, diese Hammerbraut. Ja. Wird mal Zeit messen, damit wir mal sehen, wie schnell sowas normalerweise ablaufen sollte. Dann würde ich sagen, husch ins Körbchen. Fuel zählt dann bis 3 runter. Bereit, ja? 3, 2, 1, go! Ja, das waren flotte 7,78 Sekunden. Unglaublich. Eine Wahnsinnszeit. Ja, das hat's in sich. Wir beginnen mit Oliver. Oliver, komm mal bitte zu mir. Du darfst natürlich ganz klar den Frank ansetzen. Der hat dir schon damals in deiner Show im Rennsimulator geholfen und dich auf Pole gebracht. Riesenapplaus für Oliver und Frank. Frank kriegt natürlich Unterstützung vom Hans. Du weißt die Aufgabe, bist du soweit, sobald du auf den Knien bist, auf den Füßen liegst, auf den Knien zu Fuel liegst, darfst du ein Go geben. Fuel zählt runter und dann geht's los. Für den schnellsten Kandidaten gibt es 1000 Punkte, für den zweitschnellsten 500 Punkte, für den dritten 250 und der lahmste kriegt leider nichts. Und du sagst Bescheid, wenn es losgeht, ich bin soweit. Okay, 3, 2, 1, go! Hier raus, hier raus! Sekunden. Super! Nicht schlecht. Ha. Nicht schlecht. Das war doch eine Top-Zeit. War eine Top-Zeit. War super. Ja. Sensationell. Wir machen weiter mit Norman. Gib Fuel das Zeichen, wenn du soweit bist. Fertig? Alles klar. 3, 2, 1, go. Eine Zeit von 10,57 Sekunden. Ah. Knapp drunter. Ja, aber noch ist nicht aller Tage Abend. Ja. Wir machen weiter mit Tom. Das mit weißen Schüchen. Oh mein Gott. Du gibst Fuel ein Zeichen. Go. Alles klar. 3, 2, 1, go. Eine Zeit von 11,16 Sekunden. Ah. Aber die Hand ein bisschen spät. Und jetzt bin ich wirklich gespannt, denn jetzt kommt sie. Ja. Corinna! Okay. Ja. Okay. Okay. 3, 2, 1, go! Eine super Zeit von 8,88 Sekunden. Sehr schön! Hammer! Fuel, verrat uns noch mal ganz kurz. Dem schnellsten gewinnt, der schnellste gewinnt 1000 Punkte. Genau, also 1000 Punkte kriegt der schnellste. Das ist in diesem Fall Oliver mit 8,25 Sekunden. Sehr gut. Aber, Oliver, das ist nicht alles. Christopher hat noch ein Geschenk für dich.
Also der Sieger bekommt von uns ein VIP-Wochenende plus eine Renntaxifahrt in unserem Boliden hier am Lamborghini Event Corridor. Sehr gut. Aber es gibt trotzdem immer noch 500 Punkte für den zweitschnellsten und das ist Corinna mit 8,88 Sekunden. Sehr gut. Und 250 Punkte gibt es noch für Norman, der war der drittschnellste mit 10,57 Sekunden. Und Tom kriegt nichts. Wir werfen einen Blick auf den Gesamtpunktestand und leider muss ich mich ja von zweien heute verabschieden. Die Schwächsten sind Tom mit 1000 Punkten und Oliver mit 2000 Punkten, so leid es mir tut. Aber wir haben noch einen Überraschungspreis. Tom, du bekommst von Petra Mattig Folgendes. Der Tom bekommt von uns einen Einkaufsgutschein im Wert von 750 Euro. Das ist doch was schon mal. Danke. Aber auch Oliver bekommt einen Trostpreis. Was bekommt er denn? Der Oliver bekommt zwei Königssportsitze inklusive Einbau und eine Werksführung. Im Wert von 1500 Euro. Damit sage ich Dankeschön, Oliver und Tom, und Gratulation an Corinna und Norman. Mit euch fliege ich in die USA und ich sehe euch wieder im großen Finale. Gratulation! Ja.